So Leute, und willkommen hier zur Nummer 35 von Let's Play Eisenbahn Simulation Eisenbahn XL Professional in der Version 9. Und dann bauen wir mal weiter. Bis jetzt habe ich keine Vorschläge, Bauvorschläge etc. bekommen, darum baue ich mal in diesem Port noch was ich will. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. So, ich pinsel erstmal das hier kurz noch zu Ende. Jetzt ist ein neuer Zug draußen in EP, und zwar ein Stadler Flirt, der die BAG für 6,99 Euro scheinbar angeblicherweise mit Sound aus EP Gemeinde, kann aber nichts versprechen, ich weiß es selbst nicht. Ich werde ihn mir irgendwann holen, aber im Moment jetzt erstmal nicht. So. Ich könnte hier einen Bauernhof bauen in der Mitte. Oder ich lasse hier einfach mal so einen Portier laufen. Animation, Tiere. Gänse laufen eigentlich nicht so einfach rum. Kuh auch nicht, Schaf auch nicht. Ich lasse hier einfach mal ein paar Gänse laufen. Mit einem großen Umfang. So. So, viel Spaß beim Picken. Und ja, ich bin momentan ein bisschen ideenlos, was ich so machen soll. Darum seid ihr eigentlich eher gefragt, was ich machen soll. Also bitte ein paar Tipps geben. Momentan ist die Schuhe ziemlich weit unten. Okay. Ja, wie gesagt, gerade ein bisschen ideenlos. Ich verbinde dann einfach mal die Gleise. Und zwar gibt es in EP9 Expert folgende Funktion: virtuelle Verbindung von Gleisen. Ich klicke einmal hier. Und einmal hier, und dann sind die Gleise verbunden. Virtuell. Also wenn der Zug hier weg, hier ganz rechts wegfährt, dann kommt er hier ganz links wieder raus. So. Dann wäre die Bonusanlage soweit fertig. Und Schaltung könnte ich jetzt auch schon machen. Ja, die Landschaftselemente, diese Tiere kann man ja scheinbar noch weiterlaufen lassen. Auch nicht, scheinbar keinen Platz. So. Ja. Ich könnte natürlich hier unten einen kleinen Rangierbahnhof einbauen oder sowas. Aber gut, das lasse ich jetzt erstmal. Ja. Ich baue einfach mal eine Straße. Straße ist zwar hier rechts, ja, Straße ist hier eigentlich schon. Also Oberleitung wird es hier, wie gesagt, nicht geben. Und ja. Ich möchte hier ein paar Landschaften bauen. Jetzt einfach mal unter zuletzt installiert. Ist da irgendwas zum Gebrauchen jetzt dabei? Ja, die schauen gebrauchbar aus. Sind aber jetzt Bäume. Das macht aber nichts. Die nehme ich einfach mal als Busch. Als Buschbüsse. So.
So. So. Hier drüben kann man auch noch einen Baum reinsetzen. Ist ein bisschen klein. Obstbaum. Ja. Viel zu groß. Viel zu groß der Obstbaum. Also unschlagbar. Ah, okay, der sieht recht groß aus. Vielleicht schon wieder ein bisschen zu groß, aber gut. Den lasse ich einfach mal jetzt hier so drin. Und dann haben wir hier hinten schon ein kleines landschaftliches Eck. So, also wie gesagt, momentan bin ich ziemlich ideenlos, was ich machen soll. Ich baue jetzt hier noch ein paar Häuser. Unter den Immobilien. Dann nehme ich einfach mal diese Wohnblocks hier. Die hier unten. Dann sind halt ob hier wieder Wohnblocks. Wie man es halt kennt aus dem Leben. So, und das werde ich hier doch ein bisschen anders machen. Okay, das lasse ich mal so. Das kann weg. Das an die Straße. Oder ziemlich an die Straße. So, und davon kann man gleich noch mal eins herbauen auf die andere Seite. So. So, dann hier kann ich ja den Weg länger machen zu diesem Haus. So. Und so kann ich noch eine machen. Noch irgendwas scheinbar nicht. Nö, scheinbar nicht. So, ich schau dann mal. Hier könnte ich noch. Blumen gibt es ja nicht wirklich. Also als Textur schon, aber. Keine Pflastersteine. Steine, Schüttgut, Schnee, Sand, Pflastersteine, Laub, Gras, Felsen, Feldwege, Erde, Blumen. Ja, die vielleicht hier. Sieht ja mal wieder dumm aus irgendwie. Das kann man mal lassen. Man kann ja auch als andere Textur nehmen. Müssen ja keine Blumen hier sein. Die Textur gefällt mir ziemlich gut. Also nehme ich sie hier hinten mal. Noch ein bisschen hin.
solange hier keine Mietblocks sind. Das könnte natürlich auch hier der Marktplatz sein oder so. Genau. Dass dann die Straße nach links unten geht. Ich mache es einfach mal so. Genau. Ja, genau, dann geht es hier so nach unten weiter. Mit Häusern und so. So, Leute. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, schreibt sie mir. Ich brauche welche. Wenn nicht, kann ich erstmal nicht weiterbauen. Liegt jetzt an euch. Also ich sag dann mal bis zum nächsten Mal und tschüss, Sikorski.